Susie on the Rocks, Bunny Lake. Christian Fuchs, Bunny Lake. Überwältigt. Klingt jetzt extrem kitschig, aber was soll man sagen, hier unter diesem Sternenhimmel. Christian hat halt schon gerät, weil es so schön ist. Ich habe schon gerät, weil es so schön ist. Also, nice. Ja, wirklich. Ja. Ja. Wir Landeier fühlen uns wohl am Land. An 7 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ja. Auf 7 Hochzeiten. Stimmt. Ja. Stimmt. Na ja. Ja, gut gemacht. Danke Christian, danke, dass du mit uns mitgespielt hast heute. Das hat uns total gefreut. Es ist so, ich bin das Bandmädchen, ich bin nämlich in beiden Bands, Neigungsgruppe, Sexgewalt und Gutelaune und Bunny Lake, bin ich immer das Bandmädchen, der das Weichei in der Band. Vor allem nicht im Fußball. Genau, und es gibt im Bunny Lake Universum eigentlich nur einen Fußball kennen, der steht hier. Wie weit kommt Österreich in der EM? Naja, nachdem das Publikum gestern nach dem 5:1 Sieg gegen Malta Finale geschrien hat, kann ich das nur total unterstützen. Und ich glaube wirklich, dass Österreich ins EM-Finale kommt. Da gegen England spielen wird, die gar nicht dabei sind, und wir werden Weltmeister. Mein Lieblingsspieler in der Nationalmannschaft ist Christian Fuchs. Meine Lieblingsstadt in Österreich ist Klein Reifling. Ist das eine Stadt? Nein. Really beautiful to be in the mountains in the country. So green. So it's nice spending the day here. Right? Good energy here. Oh, good, great crowd. I'm sorry. Great crowd. And awesome energy. They broke up the fight real quick. It was great. For me, like where I come from in the United States, it's a rare opportunity to be given to encounter people that are not necessarily your fans, you know, that are just out in their own country doing their own thing, and to have an opportunity to make an impression on them. And so it was cool, it was fun. Yeah.
Thank you.